Schönes Safe hier vom Earl. Also ich gehe stark davon aus, dass er die eins lochen wird, aber was mit der Weißen passiert. Er trifft da sogar noch die richtige Seite von der 1. Richtig. Allerdings hat er wirklich nicht mehr den Winkel und die nötige Geschwindigkeit gehabt, da auf Stellung zu kommen. Sagt jetzt die 2 hier quasi an das Eckloch, an dem er steht, an. Und Wahnsinnsfall. Ja. Vor allem war der absolut offensiv gespielt, den wenn er verschießt, hat er keinerlei Möglichkeit irgendwo, dass noch ein Safe liegen bleiben kann. Also ist viel los in Sindelfingen, im D3. Jetzt sind wir gespannt, was sich Efren Rees für diesen Ball jetzt einstellen lässt. Ich glaube nicht, dass es humorlos diagonal rechts oder links ins Eckloch geht. Ja, where? Entschuldigung, fragt auch. Ja, wohin denn? Ja, wohin denn? Eine da an der Ecke. An der Zeit sein, dass Efren sich auch hier auf dem Scoreboard verewigt. Zumindest mit dem ersten Spiel. Da streckt er die Zunge raus. Das lief doch ein bisschen glücklich für ihn schon wieder. I'm lucky. I'm lucky. Aber dieses eine Mal lucky gönnen wir ihm natürlich gerne. Und wir hoffen, dass er hier das 1:3 macht. Oh, hier. Artistisch vom Efren. Also da kam er offensichtlich hier anders hin und hat sich dann einfach dazu entschieden, so einen kleinen Massé-Stoß einzubauen. Ganz gut wieder. 6:0 ist absolut berechtigt. Der Efren agiert quasi fehlerlos und der Earl findet überhaupt nicht in sein Spiel. Und ja, wenn jetzt hier der Efren eine schöne Safe auf die 2 spielt, was man im Normalfall erwarten kann, dann muss der Earl hier schon um sein Leben auf dem Halbverbande spielen. Der kann da... Oh. Wow! Wow! Was für ein Kiss-Shot! Guck dir das mal an! Unglaublich! Wir wechseln wieder das Spiel. Es wird wieder 10 Ball gespielt. Die meisten von euch im Stream werden das schon kennen. Das Multiball-System, hier ein bisschen verkürzt auf ein Spiel pro Disziplin. Zwei Kopf rechts. Was hat er von vor? Einmal diagonal. Natürlich, aber der kommt. Natürlich kommt er. Was denke ich denn da? Was denke ich denn da? Natürlich kommt er.
Ja, auch im Klimakomplex die Nachfrage, wer das sei. Das ist Maximilian Grund an der Seite von Ralf Seke, ein junger Mann aus dem Sächsischen, der an Krebs erkrankt ist.